Ein junges Mädchen, fünf Geschwister, schlafen, Schule und zu Hause Mutter. Angst davor, das zu tun, was sie will, denn ohne sie stehen die Finanzen still. Ihre Eltern, Bürgergeldler, jeden Tag wurde ihr Leben kälter. Viele Nebenjobs, der ganze Druck, all das in der Hoffnung auf etwas Glück. Und wenn das Geld nicht mehr reicht für die Dinge, die man liebt, und es viel zu viele unüberwindbare Sorgen gibt, und wenn man sich die Frage stellt, Essen oder Strom, das Gefühl nicht los wird, es gibt für mich keine Option. Menschen, die ohne Hoffnung in ihre Zukunft schauen, weil das Geld nicht reicht, um sich etwas aufzubauen. Vom Staat ausgestoßen und die Gesellschaft auf Distanz. Denn Armut gibt es nicht in unserem reichen Land. Aber seht ihr nicht, diese Menschen geben sich auf. Seht ihr nicht, es wird eure Hilfe gebraucht. Schaut euch um, macht eure Augen auf. Macht eure Augen auf. Ein kleiner Kühlschrank voll Echo und Licht. Der ewige Kampf, er endet nicht. Eltern, die für ihre Kinder hungern, Kinder, die sich um ihre Eltern kümmern. Bildung, das, was uns von Armut fernhält. Keine Garantie, dass man nicht hineinfällt. Wenn man aus armen Verhältnissen stammt, ist man auf gleichen Verhältnissen verdammt. Und wenn das Geld nicht mehr reicht für die Dinge, die man liebt, und es viel zu viele unüberwindbare Sorgen gibt, die Frage stellt, Essen oder Strom, das Gefühl nicht los wird, es gibt für mich keine Option. Menschen, die ohne Hoffnung in ihre Zukunft schauen, weil das Geld nicht reicht, um sich etwas aufzubauen. Vom Staat ausgestoßen und die Gesellschaft auf Distanz, denn diese Menschen geben sich auf. Seht ihr nicht, es wird eure Hilfe gebraucht. Schaut euch um, macht eure Augen auf. Macht doch eure Augen auf. 12,2 Millionen Menschen, die in Armut leben. 20,9%, die vor naher Armut beben, damit ist jeder fünfte Deutsche von Armut betroffen. Diese Menschen gehen 10 Jahre früher in den Tod. 42,7% aller Erwerbslosen, Kurden, die jedes Jahr weiter in die Höhe stoßen. 16,8% niedriger Bildungsbestand, 12,2 Millionen Menschen am Rand. 12,2 Millionen Menschen. 12,2 Millionen Menschen.